Hey du, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hab's tatsächlich geschafft. Ich bin heute Morgen aufgewacht und dachte mir, komm, probierst du mal auf dem PB eine Runde Renata Glask aufzunehmen. Und First Try, hier sind wir. Items kaufen. Ich bin mega gespannt, wie man sich auf das spielt. Es wird ein Full Gameplay, ist jetzt auch nicht im Stream oder so. Und na, hier oben rechts in der Ecke auf diesem i-Pünktchen könnt ihr auch gerne mal draufklicken. Ich habe gestern Nacht noch einen Guide gemacht, so einen Anfänger-Guide, wo man halt die Spells und alles nochmal genau sieht. Ich habe auch den Admiral-Skin hier direkt dabei und ich bin extrem gespannt, wie sie sich spielen lässt. Warte, ich mache die Musik mal ein bisschen leiser. So, ich bin mega gespannt, wie sie sich spielen lässt. Ich habe richtig Bock auf den Champion. Also der, ich weiß nicht, er fühlt sich schon noch komisch an. Ich habe ihn jetzt im Practice Tour ein bisschen rumgespielt. Ich finde, er fühlt sich ein bisschen komisch an. Aber naja, also die Kuh könnte, glaube ich, echt cool sein. Und auf die Ult. Ich glaube, wir alle sind mega auf die Ult gespannt, was für einen Impact die haben kann. Ich habe schon gesehen, wenn der gegnerische Jungler beispielsweise am Drake ist und ich ulte den Jungler im richtigen Moment und er lastete den Drake, dass ich dann den Drake gestealt habe quasi, weil der dann mein Berserker ist. Also, ich bin mega gespannt. Wir werden mit Imperial Mandate, ja, wird auch schon vorgeschlagen, wir werden mit Imperial Mandate spielen. Into Stuff of the Flowing Water. Mal schauen, irgendwie sowas. Achso, stimmt, wir sind ja Ranged Out Attacks. Oh, und mit der Passive können wir hier krass helfen. Holy shit. Oh, das ist ja richtig gut. Bei jeder Out Attack wird die Passive ausgelöst. Hat ja keinen Cooldown. Es muss nur von einem Mate ausgelöst werden, dann mit einem Out Attack. Nice. Ist ein Support. Wir spielen auf Support. Heißt, nix Last Hit, die Last Hit oder sonst was. Denner geht mir im Moment richtig auf den Keks. Ist gar nicht so schwach. Hier, nimm den. Diese Mechanik, weiß nicht, die ist irgendwie cool. Die Mechanik ist irgendwie cool. Aber ich stelle mir das ein bisschen stark vor mit ihrer Passive, dass man dann immer hier 2%, also ich mache 1% Max Health und mein Mate macht dann 2% Max Health und das geht irgendwie auf 11% hoch, wenn ich Level 18 bin. Was halt insane ist und ich kann es ja die ganze Zeit procken. Kann es ja permanent procken. Hier, jetzt macht er mehr Damage, 10 Damage mehr. Stell dir mal vor, 10 Damage, was ist das? Aua. Wir müssen jetzt am Anfang ein bisschen chillimeli. Nehmen wir die jetzt zweites mit dem Shield. Weiß noch nicht genau, wie wir das machen. Die Q ist gar nicht so einfach zu hitten. Die ist nicht so schnell. Ja, gerade gegen so zwei Range. Ich glaube, hätten die jetzt einen Nautilus oder sonst was, wäre es ein bisschen einfacher. Pushen wir uns ganz schön ein. Ich darf nicht vergessen, dass ich ein Shield habe. Und ich sag's immer wieder, das hier ist auf dem P... Ah, oh, shit, ich dachte, der Minionship früher. Das hier ist auf dem PBE, heißt, die Gegner können entweder extrem gut oder extrem bad sein, weil die eben aus allen Elos hier zusammenkommen. Aber wir werden einfach mal schauen. Den habe ich mir genommen, ja, das war schlecht angehört. Geht auch hier nicht um Challenger-Gameplay, geht jetzt eher darum, wie dieser Champion ist. Boah, also, bisschen Poke hat man mit E-Auto-Tech. Aber, ja, ist nicht der Rede wert. Ist nicht wirklich der Rede wert. Aber ich... So, meine W ist jetzt dieses... Du stirbst nicht. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, das zu usen, kurz bevor er stirbt. Also der Mate, oder wann man das am besten usen sollte. Vielleicht einfach immer im Fight, ne? Einfach immer im Fight. Alter, die... Kaum eine Chance ranzukommen. Die sind halt übel high-ranged. So, die ist halt auch jetzt schon ne? Vielleicht können wir da jetzt was machen. Ich hab Q. What? Okay, die Range ist niedrig. Ich hab Dark Harvest noch dabei. Ups, das war aus Versehen. Dark Harvest sollte man nicht unbedingt dabei haben. Hat die noch einen Pot? Ja, ja, nimm den, please. Nimm den bitte. Nehmen Sie bitte diesen Pot. Zum Glück habe ich das gespielt, sonst wäre ich jetzt ziemlich am Arsch. Ey, die Kuh, ich habe die noch nicht einmal getroffen, ne? Die ist extrem schwer zu hitten. Nimm bitte den Pot. Oh. Nimm ihn, Bruder. Oh! Hat niemand gesehen. Jungler kommt. Ja, easy. Jetzt muss ich die ganze Zeit meinen Auto-Tick einfach draufbauen. Sehr schön.
Sehr geil, wir haben einen Tryndamere Jungle, das gefällt mir jetzt schon. Diese Animation, wenn der von mir geboostet ist, ist auch echt geil. Hier. Alles anhitten. Ich kann immer nur einen gleichzeitig angehittet haben. Das heißt, wir müssen immer den anhitten, den die jetzt gerade angreifen will. Okay, das war schon mal. Ja, sind wir mal ehrlich, wir haben das dem Tryndamere gerade zu verdanken, dass wir hier rauskommen. Gegen zwei Range und Zen hat ja nicht gerade eine niedrige Range. Ist es aktuell nicht so einfach. Aber ja gut, das wird noch kommen. Mit der. Also die W bin ich sehr gespannt, wie ich die einsetzen soll. I guess mitten im Fight immer. Richtung Ende des Fights, um es nochmal zu turnen. Ich glaube, da muss ich der ADK auch erstmal drauf einstellen, dass der weiterfighten muss. Weil es gibt ja immer diesen einen Punkt, wo man merkt, oh fuck, ich verliere. Und dann versucht man meistens rauszukommen. Aber mit der Fähigkeit ist es ja so, wenn du merkst, fuck, ich verliere, dann fightest du erst recht weiter. Ja, ich bin auch einfach ein Skillshot-Noob, ne? Also kann man sagen, was man will. Ich bin gerade einfach ein Skillshot-Noob. Die sauen uns hardcore raus. Ich finde es auch geil, wie Seri am Anfang jeder gesagt hat, die ist schwach. Und jetzt hat sie zweithöchste Winrate im Game. Das finde ich ziemlich amüsant. Wie kommen wir jetzt hier aus der Situation wieder raus? Junge, ich habe noch nicht einmal die Kuh gehittet, ne? Was ist denn? Ist die so schwer zu hitten oder bin ich einfach so bad? Ich glaube, zweiteres ist schon prädestiniert. Okay, aber wenn man die trifft, kann die echt Impact haben. Pots eigentlich mit Space, ne? Die noch Pots auch nicht, ne? Ja. Warte. Nimm noch die Wave. Deine Wave. Ja, das ist halt, glaube ich, gerade ein sehr unlucky Matchup, muss man sagen. Die Kuh könnte, finde ich, ein bisschen weiter gehen. Das Ding ist, wenn man sie wirft und dann wegläuft, dann wird auch die Range des Kuhs verringert. Das habe ich jetzt so. Oh. Okay. Ja, wir hätten einfach Base gehen sollen. Auch auf jeden Fall Pots, dann machen wir das so und so. Boots, weil man ist sehr langsam. Ich habe 355 Movement Speed jetzt mit Boots. Man ist halt wirklich sehr, sehr langsam. Und die Lane ist auch. Siri Senna, Junge. Das ist sehr schwer für mich, da wen zu hitten. Die Ash spielt gar nicht so bad. Oh, oder? Ich nehme alles zurück. Das hätte jetzt nicht sein müssen. Die haben beide auch noch Schiene. Beide burstmäßig gebaut. Wenn ich Level 6 habe. Ja, wait. Siri ist ja voll der gute Pick gegen mich. Weil wenn ich. Wenn ich ulte, dann Auto-Attack die ja nur und das bringt ja nicht wirklich viel. Also, die wird halt nicht Q nutzen, oder? Die wird die normalen Auto-Attacks nutzen. Schade. Wenn der Asher oder Hit, kriege ich einen Kill. Ja, wait, den hättest du nicht bekommen, Mate. Okay, jetzt habe ich Ult. Jetzt bin ich gespannt. Hat keine Ult gehabt. Okay. Gar nicht drauf geachtet. Wo sind unsere Laner? Ich kriege einen Playtick. Mark geht leider nicht auf Tower. Mehr als ein Plating will ich glaube ich gar nicht, weil der Orient Soul fehlt. Weiß nicht, wo der ist. Der könnte natürlich immer wieder runterkommen. Aber schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie sieht's aus? Feiert ihr den Champion? Bisher vom Kit natürlich. Erst noch nicht draußen. Die meisten haben wahrscheinlich noch nicht gespielt. Aber wie sieht's aus? Habt ihr Bock auf den? Weiß nicht, ich glaube. Das ist nicht so einfach, aber ich glaube, wenn man ihn richtig spielt, kann der richtig geil sein. Also das glaube ich. Wenn man den richtig spielen kann, kann der richtig, richtig geil sein. Und ich glaube auch Late Game. Bei einem Early Game, ja, ist ja schön und gut, aber du hast eine
Ja, mehr oder weniger Silien-Ult, also die auf der W, deine Ult ist halt ein insanes Power-Tool, was Fights so krank drehen kann. Die sind einfach für 1,25 Sekunden, am Ende bis zu 2,25 Sekunden greifen die einfach ihre Mates an. Ich meine, what the fuck? Das gab's halt auch noch nie. Ich finde eigentlich cool, dass Riot in letzter Zeit immer wieder schaut, dass sie Sachen rausbringen, was es noch nie gab. Und ich treff nix. Ich treff nix. Die haben so eine hohe Range, Junge. Die haben so eine hohe Range. Ich weiß nicht, ob die den. Also ich hatte First Pick, obviously, sonst kriegt man auf dem PBE nichts. Probieren wir es mal. Ist gebufft von mir. Oh, bitte drauf, Bruder, bitte. Steht doch ein bisschen defensiver. Ich meine, die hat noch einen Pot. Die nimmt ihn einfach nicht. Danke. Dann nehme ich wenigstens den noch hier. Nee, wenigstens den noch hier. Die Ashe. Irgendwie spielt die manchmal ein bisschen, also manchmal gut und generell nicht so gut. Okay, gehen wir schnell in die Base. Wir haben Imperial Mandate immer noch nicht fertig. Ich glaube, wir nehmen mal Ionian Boots, weil unsere Cooldowns sind halt insane hoch. Und ich glaube, wir sollten die Q gar nicht maxen. Ich glaube, wir sollten die Q gar nicht maxen, weil da kriegen wir halt nicht wirklich was. Wir kriegen da nur Damage. Die E gibt uns Cooldown. Ja, ich glaube, wir sollten die E oder die W maxen. Vielleicht sogar die W, aber nicht die Q. Die gibt uns nur Raw Damage. Und so ehrlich, so oft wie ich die bisher getroffen habe. Nice, 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 nice. Und der Shockblade. Hier, Shockblade. Janas Skin, neuer Skin auf dem PBE. Sieht vom Splasher richtig geil aus. Hier, weiß nicht, finde ich nicht aus wie, finde ich, sieht nicht aus wie Shockblade. Aber gut. Nice. Aber gut. Meine Range ist niedrig. Jetzt load. Schau mal, der Support ist auseinander. Banner ist so strong. Und die hat zu hohe Auto-Attack Range, dass ich irgendwas machen könnte. Einfach weg. Aber weg. Okay. Interesting. Schade. Schade, schade. Ich habe wieder die Kur. Nee, ich habe es eben gemerkt. Okay. What the fuck? What the fuck? Junge, sie hat die Montage-Musik genauso gefühlt wie ich. Was war denn mit der gerade los? Was war denn mit der gerade los? Plating? Plating, plating, plating? Nehme ich es mir solo. So, oh fuck. Ah, jetzt bin ich dead. Überlebe ich nicht, ne? Wenn ich jetzt vielleicht exhausted hätte, aber. Ey, scheiß drauf. Remanded. Ich hab ein Plating bekommen, hab gegreedet, bin dafür gestorben. Fair. Fair enough, fair enough. Steht der Ranger 3, 5. Okay, wir haben jetzt 40%. 40%. 29% Ability. Cooldown Reduction, aber wir haben immer noch 11 Sekunden auf der Q. Die ist halt ein echt starkes Tool, aber nicht so einfach zu treffen. Vor allem nicht gegen so High Range wie Senna und Seri. Ja, macht da Faxen. Unser Team. Ja, die Vex ist ziemlich fett. Ich glaube, der Trainer mehr wird auch vieles machen, vor allem, weil ich den vielleicht später nochmal reviven kann. Ja, also das Game sieht bislang gut aus. Normalerweise gehen die Games gar nicht so lang wie jetzt. Auf dem PBE bin ich es immer gewohnt, dass die Games halt
ja, fast schon instant vorbei sind, weil die Leute FFen. Aber gut. Okay. Ich gehe meinen Tower los. Oh wait, ist gerade ausgelaufen oder was? Meine Weg gerade ausgelaufen. Wir haben keine Chance auf der Botlane. Wir sind, was Kills angeht, ahead, aber wir haben keine Chance. Fuck ein bisschen ab. Da Kavis, ich meine, da Kavis bringt es jetzt vielleicht nicht so, aber gut. Aber gut, mein Ult habe ich auch noch nicht wirklich getroffen. Ich glaube, die ist auch nicht so einfach zu hitten. Halt alles sehr langsam. Darf mir jemand helfen kommen, sonst nehmen die einfach einen zweiten Tower. Auf sie mit Gebrüll, Junge, auf sie mit Gebrüll. Er hat Ghost. Er hat keine Ult. Oh. Wait me, Junge, wait me. Wait me. Ich hab doch eine Silien-Ult. Eine kleine. Komm ich da rechtzeitig hin? Nee. Die Welt. Wächst ein Item, eineinhalb Items. Ist jetzt nicht wirklich viel dafür, dass sie 8 Kills hat. War die jetzt länger nicht shoppen oder wie? Das hier rein. Mein Ult hat eine hohe Range, aber die ist so langsam. Die ist so langsam. Wollen wir einen Drake nehmen? Weil ich habe keinen Bock, dass der Mundo den Drake bekommt. Das ist mein einziges Ding. Ja, keiner da. Kein Asher. Der Asher hätte jetzt einen Drake sehen sollen, oder was? Ja. Ambitioniertes Ziel. Ambitioniertes Ziel. Alter, der ist da drin. Junge, was ist denn mit den Leuten los? Suicidal, oder was, Bro? Okay, weirdes Gefühl, dass die Leute sich gegenseitig angreifen, aber viel gebracht hat es jetzt nicht. Die haben so eine hohe Range, ich kann nichts machen. Also ich merke jetzt schon, durch was ich gecountert werde, einfach hohe Range und fertig. Hohe Range und ich kann nichts mehr machen. Bisschen. Du bist doch schon tot. Greif doch an, du bist doch schon tot. Die war doch schon tot, warum hat ihn noch versucht anzugreifen? Bin ich selbst überrascht von mir. Der Damage ist gut, wenn man trifft. Wenn man trifft. War ich selbst ein bisschen überrascht von mir. Ah, jetzt müsste. War natürlich. Ich wusste, dass ich da sie damit killen werde. Ich wusste es. Gen 2-2, 3-3 und trotzdem kriegen wir auf die Fresse, obwohl beide negativ sind. Ja, okay, die hat halt auch einen halben Farm, ne? Und gammelt hier irgendwo rum. Die gammelt hier irgendwo rum. Wäre die Ult Global, das wäre doch mal geil. Also es wäre vielleicht nicht unbedingt fair, aber das wäre geil. So, Vanporo, genau. Ja moin, Vanporo. Ach so, Doppelpinkwort hält besser, habe ich gehört. Doppelpinkwort hält besser. Ist geil, in dem Skin hat sie, also der Admiral-Skin, in dem Skin hat sie so eine Pistole, mit der sie quasi schießt. Das ist cool. Ich glaube, ich sollte wirklich meine W maxen. Ein 10% Movement Speed zum Gegner hin ist schon. Oh. Ja, viel Damage machen die sich jetzt gegenseitig nicht. Viel Damage machen die sich jetzt nicht.
Ich verdrake in 2 Minuten. Will die jetzt oder? Achso, what the? Oh, fuck. Oh, den habe ich nicht gesehen. My bad. Dachte mir schon, hä, warum gammelt die denn da so rum? Ich hätte einfach rauslaufen können, ne? Warum gammelt die denn da so rum? Das Game sieht jetzt nicht mehr so prickelnd aus. Ich meine, ich habe immer noch Hoffnung auf den Trinder mehr gehabt, ob der intet gerade ein bisschen rein. Der intet gerade. Und ich weiß nicht, Phantom Dance ist vielleicht nicht das Beste. Will man doch auf Raw 80 gehen. Die 3 Auto Attacks. Ich habe doch meine W. Du kriegst doch 33% Attack Speed. Oder. Ja, siehst du, bis zu 33%. Halt über 5 Sekunden. Nehmen uns hier ganz schön hops. Aber dieses Seri Senna Combo. War einfach zu scheiße auf der Lane. Der geht natürlich wieder rein. Trifft den gar nicht. Achso. Du meinst, ich bin einfach mal raus aus dem Fight. Wollen wir mal ulten? Ne, wollen wir nicht. What? Wir haben surrendered? Oh, ich wollte doch einen Champion testen, aber da würde ich sagen, das wäre es gewesen. War jetzt auch ein 20-Minuten-Game. Ich weiß nicht, warum die surrendered haben. Wir haben zwar hart auf die Schnauze bekommen, als hätten wir noch drehen können. Schaut euch das Guide an, falls ihr mehr über ihre Fähigkeiten wissen wollt. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Haut rein. Tschüss.